Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren Topps Premier League Orakel Video. Und ich habe mir gedacht, nö, am Sonntag gibt es keine Partie mehr von mir, aber am Montag Burnley gegen Manchester City. 21 Uhr ist Anstoß, ich habe gedacht 20:30, aber nein, ich habe hier nochmal kurz nach links geschaut, 21 Uhr ist Anstoß. Und natürlich tippe ich für Manchester City Auswärtssieg, einfacher Auswärtssieg, Fragezeichen. Wir werden es auf jeden Fall erfahren nachher. Ich sag mal 0:2 für Manchester City und wir fangen an mit der ersten Halbzeit. Und wir starten mit Hull, mit dem Logo von Hull, sehr, sehr geiles Logo. Dann Bartley, Wes Morgan, Romelu Lukaku und Jordi Amat von Swansea. Also hier schon mal kein Sticker, kein passender Sticker dabei. Dann haben wir hier Stoke City. Linke Seite des Mannschaftsfotos. Granit Xhaka ist ja vor der Saison zu den Gunners gewechselt aus der Bundesliga. Bereira, Guy Walker und James Milner. Nach 45 Minuten steht es 0:0. Pep Guardiola, was machen sie da? Also, ich habe gedacht, Manchester City hier zieht Burnley hier locker weg. Mailer, dann Rhodes, Christian Fuchs, Gunner und Southampton, die rechte Seite des Mannschaftsfotos. Und immer noch 0:0. Wir kommen zum letzten Tütchen. Haben wir hier nochmal einen passenden Sticker drin. Lanzini, Boruk, dann Boruk, das ist doch Bournemouth, ne? Natürlich ist das Bournemouth, hä? Aber Boruk, Leute, es bleibt ja beim 0:0, weil Boruk ist der Keeper. Dele Alli, Oscar und Jamie Vardy. Was ist das denn hier? Was ist das denn bitte schon hier für ein verrücktes Spiel? 0:0 mit einer Großchance für Manchester City, weil Boruk hin musste. Punkteteilung, damit hätte ich nicht gerechnet hier. Was sagt ihr? Schreibt mir eure Tipps gerne wieder unten in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Tschüssi.